Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Es ist ja schon lange her, dass ich eine Frage von der Community beantwortet habe und ich habe jetzt gedacht, ich mache das mal wieder. Ein großes Thema, was viele beschäftigt, ist an den Beinen zunehmen bzw. an den Beinen abnehmen. Und ich dachte, ich mache mal ein Video darüber, damit ich euch da alle Tipps, die ich für mich gelernt habe, zusammenfassen kann. Für alle, die neu sind auf meinem Kanal geht es um eine schlanke Taille. Und ich habe da ja auch als Tipp gesagt, wer eine schlankere Taille haben möchte, der kann auch an den Beinen zunehmen, wenn man die Taille nicht schlanker bekommen kann. Deswegen ist das auch so oft gefragt bei mir. Deswegen mache ich jetzt dieses Video. Bevor ich zu den Tipps komme, könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr euch für das Thema schlanke Taille und fürs Abnehmen interessiert und auch gerne Workouts macht. Die verlinke ich euch oben. Falls ihr meine Workouts noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und dann fasse ich euch 5 Tipps fürs Beine abnehmen und 5 Tipps fürs Beine zunehmen jetzt zusammen und gebe euch einfach meine Tipps weiter. Also bevor ich mit den Tipps anfange, ist es wichtig zu wissen, dass es Körpertyp abhängig ist, ob man an den Beinen eher schnell zunimmt oder eher schnell abnimmt. Und zwar ist das bei mir zum Beispiel so, dass ich sehr, sehr schwer an den Beinen abnehme und sehr, sehr schnell an den Beinen zunehme. Nur damit ihr das vorher wisst, aber die Tipps, die ich euch jetzt mitgebe, funktionieren für alle. Also Tipp Nummer 1 fürs Beine abnehmen ist Laufen gehen, Fahrradfahren, Joggen gehen, alles wo ihr die Beine betätigt und Ausdauersport mit euren Beinen macht, hilft euch eure Beine zu durchbluten und so wird der Körper dann weniger schnell dort Fett einlagern und auch kein Wasser dort einlagern. Weil wenn ihr eure Beine nicht benutzt, wenn ihr nur rumsitzt, dann staut sich dort das Blut, dann stauen sich dort die Lymphflüssigkeiten und dann kann das sein, dass eure Beine viel, viel langsamer abnehmen. Deswegen betätigt eure Beine, das ist mein erster Tipp, das hat bei mir wirklich Wunder gewirkt, wenn ich jeden Tag laufen gehe. Tipp Nummer 2 ist es, ihr könnt euch einen stehenden oder einen laufenden Schreibtisch anschaffen oder beziehungsweise versuchen, weniger lange zu sitzen. Je länger ihr sitzt, desto länger bleiben eure Beine unbetätigt, desto mehr kann der Körper dort einlagern, weil ihr quasi immer nur den Oberkörper bewegt. Und wenn ihr sitzt, dann ist die Durchblutung auch nicht so gut, weil natürlich die Beine so abgeknickt sind und nicht gerade. Das heißt, wenn ihr einen stehenden Schreibtisch habt oder einen Schreibtisch, wo ihr drunter laufen könnt, also auf einem Laufband sein, das hat bei mir auch super, super gut geholfen. Tipp Nummer 3 sind Workouts, aber Workouts ohne Gewichte. Wieso ohne Gewichte? Weil mit Gewichten baut ihr meistens Muskeln auf und dann werden die Beine zwangsläufig ein bisschen breiter. Ich kann euch leichte Gewichte empfehlen, aber wenn ihr so richtig krass ins Gym geht, dann müsst ihr halt damit rechnen, dass eure Beine da wachsen und ein bisschen zunehmen, weil ihr natürlich Muskelmasse aufbaut. Da müsst ihr einfach gucken, okay, was für ein Körpertyp seid ihr? Wie viele Muskeln habt ihr an den Beinen? Braucht ihr da ein bisschen mehr? Habt ihr fast nur Fett an den Beinen? Dann ist es gut, wenn ihr Muskeln aufbaut. Wenn ihr aber genug Muskeln habt, dann reicht euch auch Ausdauersport zum Abnehmen. Dann Tipp Nummer 4 ist für alle die, die mit Hip-Dips Probleme haben oder allgemein das Problem haben, dass sie zu knochig sind und finden, wenn sie Ausdauersport machen, dass die Beine zu dünn werden. Da hilft es, wenn ihr genügend Fette am Tag isst und schaut, dass ihr auf eure Kalorien kommt. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich zu wenig Fette am Tag esse, dann kommen meine Hüftknochen raus und dann sieht alles so ein bisschen unförmig aus. Wenn ich genügend Fette zu mir nehme, dann sind meine Beine zwar schlank, aber es kommen keine Knochen raus. Deswegen achtet darauf, dass ihr genügend Fette isst. Achtet darauf, dass ihr nicht unter euren Grundumsatz kommt. Und der letzte und 5. Tipp ist, dass ihr darauf achtet, dass ihr keine Wassereinlagerung sammelt. Wassereinlagerung, habe ich persönlich gemerkt, ist das Schlimmste. Meistens hat man gar nicht mehr so viel Fett irgendwann mal am Körper, aber Wassereinlagerungen sind das, was am Ende uns so schwammig aussehen lassen und die Beine so ein bisschen unförmig und breit aussehen lassen, so als wenn die so aufgepufft. Und was ich da empfehlen kann, ist, dass ihr zum Beispiel darauf schaut, okay, funktioniert meine Schilddrüse genug, nehme ich genügend Jod in meiner Nahrung zu mir und allgemein drauf guckt, dass ihr nicht zu viele Lebensmittel zu euch nehmt, die zum Beispiel Feuchtigkeit im Körper einlagern oder Wasser einlagern. Auch mal Lebensmittel zu euch nehmt, die Feuchtigkeit ausleiten, die gegen Wassereinlagerungen helfen. Dann kommen wir zu der heißgeliebten Frage, wie nimmt man an den Beinen zu? Da habe ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, zum Muskelaufbau. Da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen, da sind sehr, sehr wichtige Tipps drin. Aber ich fasse es euch jetzt nochmal zusammen. Tipp Nummer 1, ganz wichtig, isst genug und am besten im Kalorienüberschuss. Ich kann euch da oben nochmal ein Video verlinken, wo ihr dann ausrechnen könnt, wie viel euer Kalorienverbrauch ist. Vor allem, wenn ihr zunehmen möchtet, ist das wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr genug oder sogar noch mehr isst als das, was ihr am Tag verbraucht. Weil nur so kann euer Körper Muskelmasse aufbauen. Dann Tipp Nummer 2 ist, dass ihr Gewichtstraining macht und zwar regelmäßig. Am besten 2 bis 4 Mal, wer kann auch 4 und 5 Mal in der Woche trainieren. Und da ist es wichtig, dass ihr einfach mit Gewichten trainiert und nicht einfach nur so Beinworkouts macht, weil davon wächst der Muskel leider nicht.
Dann kommen wir auch schon zum Tipp Nummer 3. Ihr müsst progressiv trainieren. Das heißt, die Gewichte im Laufe der Zeit steigern, damit der Muskel auch wirklich wächst und nicht immer den gleichen Anreiz hat, weil dann wächst er nur ein bisschen und bleibt so groß. Das heißt, wenn ihr wirklich wollt, dass eure Beine breiter werden, dann müsst ihr progressiv trainieren und eure Gewichte erhöhen. Dann kommen wir schon zum vorletzten und vierten Tipp, und zwar, dass ihr darauf achtet, nicht zu viel Ausdauersport zu machen, weil Ausdauersport verbraucht Kalorien, dann müsst ihr noch mehr essen. Und wer Ausdauersport macht, vor allem Laufen, Joggen oder Fahrradfahren, der baut auch nicht so schnell Muskeln, die breit sind an den Beinen auf, weil dann eher Ausdauermuskeln beansprucht werden, und Ausdauermuskeln sind eher schlank und Kraftmuskeln sind eher breit. Das heißt, ihr solltet am besten, vor allem wenn ihr schwer an den Beinen zunimmt, darauf achten, nicht zu viel Ausdauersport zu machen. Und dann kommen wir zum fünften und allerwichtigsten Tipp, dass ihr darauf achtet, dass ihr genug Fette und Proteine zu euch nehmt, weil der Körper kann nur Muskeln aufbauen, wenn er genug Nährstoffe dazu hat. Und vor allem Proteine sind da sehr, sehr wichtig, weil unsere Muskeln bestehen ja quasi aus Eiweiß und der Körper kann nur Muskeln aufbauen, wenn genügend Eiweiß da ist. Das heißt, bitte, bitte isst genug und achtet drauf, und ich werde euch das Video hier oben unten in der Beschreibung nochmal verlinken, wo ihr dann auch eure Proteine und Fette und Kohlenhydrate am Tag ausrechnen könnt, damit ihr auch wirklich sicher geht, dass wenn ihr trainiert, dass der Muskel auch wächst und ihr nicht zu wenig gegessen habt. So, das waren meine 5 Tipps zum Abnehmen und 5 Tipps zum Zunehmen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Falls ja, freue ich mich natürlich über eure Daumen hoch. Und wie gesagt, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne machen. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr alle eure Ziele erreicht. Bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ja.